Hallo und herzlich willkommen zurück im Mittelalter hier bei Bridge Constructor und wir kommen zur Runde 3. Dieses Mal sollen wir Alkohol, also rüberbringen, Bier. Und unsere Aufgaben sind, baue eine Brücke, um Bier zur Burg zu liefern. Klar, machen wir. Und gib nicht mehr als 20.000 aus. Okay, schauen wir mal, was wir hier entsprechend bekommen. Nun wollen wir weitere Materialien im Brückenbau kennenlernen. Steinpfeiler und Seile. Okay, also, wir bekommen Steine. Und werden jetzt gezwungen, erstmal das Ganze halt eben. Steinpfeiler sind unverwüstlich, aber auch sehr teuer. Pfeiler aus Steinen können nur von gelben Ankerpunkten ausgebaut werden. Okay. Beachte dabei, ein Steinpfeiler muss immer in einem Stück gebaut werden. Okay, also machen wir es einmal so, wie er es will. Zack. Haben wir es schon. Baue nun von den gelben Ankerpunkten aus Pfeiler genau bis zur angezeigten Höhe. Okay, einmal, zweimal, so haben wir es. Jetzt brauchen wir unsere Fahrbahn. Zack. Wahrscheinlich wollen sie jetzt hier, dass wir das Ganze mit Seilen. Seile können über lange Strecken gespannt werden. Sie halten ein wenig mehr Zugbelastung aus als Holz, dafür aber keine Druckbelastung. Klar, logisch, ist ja auch ein Seil. Also hier einmal setzen, Builds Tutorial hier, hier und dann nochmal hier. Teste die Brücke nun. Also da kommen die Bierkutsche. Und bringen das Ganze rüber. Klasse, danke. Haben wir gelernt. So, dann probieren wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zum Optimieren. Warten wir noch schnell, bis der Ledger durch ist, damit wir die Krümmung bekommen. Ja, und es war natürlich deutlich zu teuer. Deswegen verbessern wir unsere Brücke noch mal. Wir nehmen alles weg, bis auf den Holzteil. So, dann nehmen wir normales Holz, um das Ganze hier erstmal ein bisschen von den Seiten her aufzubauen. So, einmal hier auch noch mal ein Kreuz und hier eine gerade Fläche drüber. Damit haben wir zumindest mal schon mal hier einen gewissen. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch nach unten auch ein bisschen abstützen. Dafür machen wir hier zwei lange. Und wir haben erst 10.000 ausgegeben, deswegen können wir hier ein bisschen jetzt teurere nehmen. Das heißt, einmal sind wir bei 12, 14, ja, auch noch, und das Ganze quer verstreckt und sind ganz knapp drüber. Deswegen baue ich das Ganze hier nochmal ein bisschen anders. Moment, hier hoch. Dann brauche ich hier eine seitliche und hier eine ab. Probieren wir das Ganze mal aus, ob es reicht. Also die halten, die halten, die halten. Wird schon ein bisschen rot, hält aber noch. Ja, und jetzt müsste das Ganze sich ja eigentlich spiegeln, hier nach drüben. Jetzt habe ich nur nicht auf die Kohle geschaut, hat es uns gelangt. 6 kam drüber und 19.200, es hat gelangt. Gut, das war die Brücke Nummer 3 und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen... Oh, unser Begleiter. Dank eurer Baukünste gibt es auf der Burg wieder ausreichend Nahrung. Weiter so. Also, Brücke 3 hat geklappt und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor Mittelalter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.